Der Tatort eines Serienmordes. Dieses Original-Polizeivideo stammt aus dem Jahr 1999. Es dokumentiert einen der spektakulärsten Kriminalfälle der deutschen Nachkriegsgeschichte. Gleich mehrere Menschen wurden in dieser Wohnung getötet. Kurz vor ihrem Tod sind sie völlig ahnungslos, bereiten Mittagessen vor, decken den Tisch. Dieser Fall hat Mordermittler Gerhard Starke bis an seine persönlichen Grenzen gebracht. Der Kommissar blickt auf eine ereignisreiche und erfolgreiche Polizeikarriere zurück. Das Besondere an dem Fall ist die Brutalität, mit der der Täter vorgegangen ist. Man erlebt nicht jeden Tag, dass 4 Menschen an einem Tag umgebracht werden und auch nicht so bestialisch umgebracht werden. Es ist ein Notruf aus Remagen, der Gerhard Starke am 21. März 1999 mit seinem Team auf den Plan ruft. Hier in der Hauptstraße Nummer 5 ereignet sich etwas so Ungewöhnliches, dass Fußgänger die Polizei benachrichtigen. Passanten, die hier im Krankenhaus ihre Bekannten, Verwandten besuchen wollten, haben gehört und gesehen, wie eine Frau, die oben in diesem Haus Nummer 5 aus dem 2. Stock Gegenstände geworfen hat, Fernseher, Regalbrett und einen Korb. Sie konnten sich keinen Reim drauf machen, die Frau hat nicht reagiert und verschwand wieder und dann haben sie die Polizei angerufen. Kommissar Starke macht sich mit seinem Team sofort auf den Weg zum Einsatzort. Obwohl im obersten Stock des Hauses das Licht brennt, öffnet niemand die Tür. Den Beamten bleibt nichts anderes übrig, als sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen. Die Situation, die sie dann in der Wohnung vorfinden, schockiert auch die erfahrenen Ermittler. Unterhalb des Fensters, was von den Zeugen beschrieben war, lag eine Frau schwerst verletzt. Sie war nicht mehr ansprechbar und die Kollegen haben dann sofort Hilfe gerufen in dem benachbarten Krankenhaus. Der Arzt kam, hat die Erstversorgung vorgenommen, hat allerdings damals schon erzählt, dass es nicht gut um die Frau bestellt ist. Die Frau hat lebensgefährliche Schnittverletzungen. Anscheinend wollte sie auf ihre dramatische Lage aufmerksam machen, indem sie die Gegenstände aus dem Fenster warf. Doch sie ist nicht die Einzige, die Starke und sein Team in der Wohnung finden. Bei der weiteren Absuche des Hauses kamen sie dann in das neben dem Schlafzimmer gelegene Bad. Und in diesem Bad lagen 2 Leichen. Eine männliche Leiche in der Badewanne, eine weibliche Leiche neben der Badewanne. Alles war voll Blut. Badewanne voll Blut, Boden voll Blut, die Kleidung der Leute voll Blut. Die Leute waren gefesselt mit einem Klebeband, wie man es bei Bauarbeiten benötigt. Hände gefesselt, Beine gefesselt und erkennbar schwere Schnittstichverletzungen im Oberkörperbereich und im Halsbereich. Bei den Opfern handelt es sich um Maria S., die wenig später im Krankenhaus verstirbt, sowie ihre Schwägerin und den Schwager. Von Maria S. Ehemann Kurt allerdings fehlt jede Spur. Ist er vielleicht der Mörder? Kommissar Starke erhält den Hinweis, dass sich der Mann täglich zur Überwachung von Bauarbeiten in seiner Villa am Rhein aufhalten soll. Der Ermittler begibt sich auf den Weg in die Villa, um den Mann zu suchen. Im Erdgeschoss des baufälligen Hauses ist niemand zu entdecken. Auch auf Rufe meldet sich der Bauherr nicht. Mordermittler Starke geht auf die Suche im oberen Stockwerk und macht hier eine schockierende Entdeckung. Wir haben in der Villa, die hier stand, den Ehemann der verletzten Frau gesucht und haben ihn auch gefunden, in der ersten Etage erstochen. Offensichtlich die gleiche Waffe wie bei den anderen Personen auch. Bemerkenswert erscheint hier noch, dass der Oberkörper mit Bauschutt überschüttet war und dass ein Schirm aufgespannt war. Alles sieht danach aus, als habe jemand in dem baufälligen Haus gewohnt. Angebrochene Lebensmittel und Geschirr zeugen von einem Unbekannten. Doch der hat die Villa anscheinend fluchtartig verlassen. Aber wie hängen die Morde zusammen? Die Villa und der erste Tatort sind 1 Kilometer voneinander entfernt. Noch kann sich Mordermittler Starke das alles nicht erklären. Auch Hauptkommissar Jürgen Schmidt aus Gifhorn hat im März 1999 einen äußerst mysteriösen Mordfall zu klären.
Hier am Elbe-Seitenkanal machen zwei Männer eine seltsame Entdeckung, die der Beginn eines spektakulären Falles sein wird. In diesem Bereich haben die Streckenwärter den Deich kontrolliert und haben dabei auf dem Wasser schwimmen sehen einen Klumpen, und auf diesem Klumpen hat eine Krähe herumgehackt. Aus dem Grunde haben sie diesen Klumpen angelandet, haben dann festgestellt, dass es ein Fleischklumpen war. Zumindest sind sie zunächst mal davon ausgegangen. Sie sind von einem Tierkadaver ausgegangen, haben den Veterinär und die Wasserschutzpolizei dazu gerufen. Und dann blieb es auch zunächst beim Tierkadaver. Der wurde auf dem Gelände des Wasser- und Schifffahrtamtes entsorgt. Mordermittler Jürgen Schmidt erfährt zufällig von dem Fund und kommt mit seinem Kollegen Strothmann überein, sich das mysteriöse Objekt genauer anzuschauen. Ich bin dann rausgefahren und habe morgens mir das nochmal angesehen. Vorgefunden habe ich einen enthäuteten Torso, der ziemlich schmutzig war, verölt, verdreckt. Man konnte aber erkennen, dass Rippen vorhanden waren, dass es sich um einen Oberkörper möglicherweise gehandelt hat. Und daraufhin habe ich dann den Torso eingepackt und bin zur Gerichtsmedizin nach Hannover gefahren. In eine Folie gehüllt wird der Fund vom Kanal in die nahegelegene Rechtsmedizin gebracht. Für die Experten ist das Rätsel schnell gelöst. Es handelt sich um einen menschlichen Torso. Umgehend erhält Hauptkommissar Jürgen Schmidt die Ergebnisse der pathologischen Untersuchung. Also zunächst einmal konnte uns die Rechtsmedizin sagen, dass es sich um einen weiblichen Torso handelte, etwa im Alter von um die 40 Jahren. Sehr fachgerecht waren vom Körper die Gliedmaßen getrennt worden. Darüber hinaus war der Torso fast komplett enthäutet und ausgeweitet. Das heißt, der Brustkorb war eröffnet worden. Die inneren Organe waren bis auf Lunge und Gebärmutter entnommen worden. Und das alles sehr, sehr fachgerecht, sodass man davon ausging, das muss jemand getan haben, der über gute anatomische Kenntnisse und darüber hinaus aber auch über Fähigkeiten verfügte, die uns zunächst mal an einen Mediziner als möglichen Täter denken ließen. Jürgen Schmidt gründet eine außergewöhnlich große Mordkommission. 60 Leute arbeiten nun rund um die Uhr an diesem Fall, unter anderem ein Team von Profilern. Oberste Priorität, die Identität des Opfers muss geklärt werden. Schmidt ist klar, er hat es mit einem äußerst gefährlichen Täter, wenn nicht sogar mit einem Serienmörder zu tun. Das machte auch einen gewissen Druck aus, weil wir befürchten mussten, wenn wir irgendeinen kleinen Fehler machen und deshalb den Täter nicht ermitteln können, dass er möglicherweise ein weiteres Opfer fand, bevor wir ihn hätten ermitteln können. Da lag schon ein erheblicher Druck auf uns allen. Eine riesige Suchaktion wird ins Leben gerufen. Ermittler Schmidt erhofft sich dadurch den Fund weiterer Leichenteile, die Hinweise auf die Identität des Opfers geben könnten. Während dieser Aktion stoßen die Beamten auf etwas Auffälliges in den Mülleimern am Rande eines Parkplatzes. In diesen Mülltonnen haben wir bei der Absuche des Geländes nach dem Torsofund mehrere Müllsäcke gefunden, und zwar leere Müllsäcke. Das war schon mal etwas auffällig. Darüber hinaus waren die Säcke oben verknotet und unten waren sie offensichtlich aufgeschnitten. Und im Inneren fanden die Kollegen damals so eine fettähnliche Substanz, auch mit rötlichen Anhaftungen, sodass der Verdacht bestand, dass da irgendetwas Blutiges transportiert worden ist. Wir haben diese Anhaftungen untersuchen lassen und dabei festgestellt, dass es DNA mit dem, der des Torsos übereinstimmte. Damit war für uns klar, in diesen Mülltüten war nicht nur der Torso, sondern vermutlich auch noch weitere Leichenteile transportiert worden. Denn insgesamt haben wir hier 5 derartige Tüten gefunden. Die Spur der Tüten führt zu diesem nahegelegenen Supermarkt. Es ist der einzige Markt in der Umgebung, der diesen Artikel führt. Schmidt und sein Team können ermitteln, dass etliche dieser Mülltütenrollen in dem Supermarkt verkauft wurden. Allerdings wurden alle Rollen bar bezahlt. Ein konkreter Kunde, der die Tüten gekauft hat, lässt sich so nicht ermitteln. Auch die Kassiererinnen können sich an keinen auffälligen Kunden erinnern. Jürgen Schmidt und seine Kollegen setzen nun alles daran, weitere Beweise im Kanal zu finden. Keine einfache Aufgabe, wie sich herausstellen soll. Zu Anfang war es so, dass wir die Taucher jedes Mal wieder aus dem Wasser holen mussten, wenn Schiffe vorbeifuhren. Das macht es natürlich problematisch, zumal der Verkehr hier doch teilweise recht heftig ist. Das heißt, wir haben uns dann entschlossen, den Kanal für 2 Tage komplett dicht zu machen. Und wir haben dann 60 Taucher gleichzeitig teilweise im Wasser gehabt. Unsere Tauchaktion, die nach derzeitigem Stand immer noch die größte der Kriminalgeschichte hier war, hat dann ja auch zum Erfolg geführt. Und wir haben bei dieser Aktion auch Leichenteile gefunden. Die Taucher entdecken im Kanal unter anderem einen Unterschenkel des Opfers.
Wird dieses Körperteil Kommissar Schmidt endlich eine entscheidende Erkenntnis über die Identität des Opfers bringen? Ermittler Gerhard Starke kämpft mit der Aufklärung eines Serienmordes in Remagen. 4 Menschen wurden an einem Tag an 2 unterschiedlichen Tatorten getötet. Aufgrund des Geschehens vor Ort versucht sich der Kommissar ein Bild zu machen, wie die Morde abgelaufen sein könnten. Wir gingen von mehreren Tätern aus. Ganz einfach, weil es 2 Tatorte gab und weil die Art der Ausführung eigentlich darauf deuten lässt, dass es eine geraume Zeit gedauert hat, bis diese Menschen gestorben sind. Und man muss sich vor Augen halten, und das haben wir auch getan, ein Täter allein kann der 3 Menschen so zurichten, die sich zusammen in einem Haus, in einer Wohnung befinden. Da muss doch eigentlich ein zweiter dabei gewesen sein, der den einen oder anderen in Schach gehalten hat. Ferner deuten die heftigen Wunden der Opfer auf ein sogenanntes gerilltes Kampfmesser hin. Und sie geben dem Kommissar auch Aufschluss über den Tatablauf. Der Obduzent, der die Leichen obduziert hat, hat auch erklärt, dass mit diesem Messer nicht nur gestochen wurde, dass damit auch geschnitten wurde. Deutete darauf hin, dass möglicherweise jemand die Tat ausgeführt hat, der im Umgang mit Messern geübt ist, vielleicht beruflich. Man dachte da, es könnte sich möglicherweise um einen Metzger handeln. Wer hat an einem Tag 4 Menschen ermordet und warum? Starkes Team und die Kriminaltechnik arbeiten mit Hochdruck an jeder noch so kleinen Spur. Doch sie können nirgendwo etwas finden, bis sie auf dieses Wasserglas stoßen. Hier hat der Täter seinen einzigen Fehler begangen. Das herausragendste Ergebnis der Spurensicherung war natürlich der gefundene Fingerabdruck. Ich bin heute noch dankbar, dass die Kollegen so intensiv gesucht und diesen Fingerabdruck auch gefunden haben. Der brachte uns letztlich zu dem Täter. Ansonsten gab es von dem Täter in der Wohnung keinerlei Spuren. Bei dem Spurengeber handelt es sich um den bereits vorbestraften Mörder Dieter Z. Er ist gelernter Schlachter. Hat er alleine diese Verbrechen begangen? Fest steht, Dieter Z. ist am 2. Dezember 1998 bei einem Freigang aus der JVA Bielefeld geflohen und ist auf freiem Fuß. Ermittler Starke ist sich der Gefährlichkeit dieses Mannes bewusst. Er traut ihm zu, 4 Menschen getötet zu haben und weitere Verbrechen zu begehen. Alles stand unheimlich unter Druck. Man konnte ja nicht ausschließen, dass er jeden Augenblick irgendwo wieder zuschlägt in der Form. Und das zu vermeiden, war natürlich der Wunsch aller und das Streben aller, die da eingesetzt waren. Da waren so viele Polizeibeamten unterwegs, die Waldstücke durchsucht haben, die Maisfelder durchsucht haben. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das war die größte Fahndung nach einem Verbrecher in der Bundesrepublik nach Kriegsende. Der damals 57-jährige Serienmörder versteht es gekonnt, sich vor der Polizei zu verbergen. Er versteckt sich in Kleingartenanlagen, in Wäldern und Wohnwagen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er wieder zuschlägt, denn er ist ein Wiederholungstäter, hat bereits wegen Mordes und Sexualstraftaten gesessen. Er ist dann wohl in Cuxhaven straffällig geworden. Dort hat er ein 15-jähriges Mädchen über Stunden vergewaltigt. Er hat Frauen überfallen in Norddeutschland, um an Bargeld zu kommen. Dieter Z. stiehlt auch Kreditkarten und Autos. Immer ist er der Polizei einen Schritt voraus. Während der bundesweiten Fahndung kommt es dann zu einer fatalen Verwechslung. Schauplatz ist diese kleine Pension im thüringischen Heldrungen. Es ist der 27. Juni 1999 und der flüchtige Serienmörder wird seit 3 Monaten in ganz Deutschland gesucht. Zeitgleich bucht sich der Rentner Friedhelm B. für eine Nacht in dem kleinen Hotel ein. Angestellten und Polizisten gehen davon aus, dass sich der Serienmörder Dieter Z. im Zimmer befindet. Doch hinter der Tür schläft Rentner Friedhelm B. Die Beamten fordern ihn auf, die Zimmertür zu öffnen. Der hat die Tür geöffnet und zur Nachtzeit sieht er 2 Gestalten und 2 Pistolen auf sich gerichtet. Und in dieser Angst
hat er die Tür wieder zugeschmissen und wollte sich verstecken. Und die Kollegen haben geschossen und haben ihn durch die Zimmertür erschossen. Der 62-jährige unschuldige Mann stirbt. Der vorläufige Tiefpunkt der Ermittlungen in einem Serienmord. Ja, man kann sicherlich nicht ausschließen, dass es solche schlimmen Dinge gibt im Rahmen einer Fahndung. Aber das ist auch nicht nachzuvollziehen. Selbst wenn man jetzt mit einem gewissen Abstand zu der Sache steht und sagt, ja gut, warum waren die Kollegen in Zivil? Warum hatten die keine Uniform an? Dass er die Polizei erkennen konnte. Das Ermittlungsverfahren gegen die Beamten, die Friedhelm B. erschossen, wird später eingestellt. Der gesuchte Serienmörder Dieter Z. ist weiterhin auf der Flucht. Werden Ermittler Starke und sein Team nach diesem Tiefschlag den Fall überhaupt noch lösen können? Vorerst macht sich Ratlosigkeit breit. In Gifhorn hat Kommissar Jürgen Schmidt im mysteriösen Torsomord einen ersten Ermittlungsansatz. Bei der Absuche des kompletten Kanals finden Taucher den Unterschenkel der unbekannten Toten. Und der bringt endlich etwas Licht ins Dunkel des Falles. Anhand der Beschaffenheit des Unterschenkels stellte die Rechtsmedizin fest, dass der Torso vermutlich nicht um die 40 Jahre alt, sondern deutlich älter war. Man sprach jetzt um die 60 Jahre. Und wir hatten vorher unser Raster mit 30 bis 50 ausgeworfen. Nunmehr mussten wir das verändern. Und damit kam ein Vermisstenfall, den wir zwar auch schon mit bei uns bearbeiteten, aber nicht mit der Priorität bearbeiten, neu ins Blickfeld. Und das sollte auch der entscheidende Hinweis sein. Es handelt sich um die 59-jährige Ruth B. aus Celle. Sie wird von ihrem Ehemann als vermisst gemeldet. Ruth B. gilt als sehr gesellig. Gerne trifft sie sich mit Freunden und Bekannten in einer Kneipe. So auch am Abend vor ihrem Verschwinden. Hier wird sie zum letzten Mal lebend gesehen. Mordermittler Jürgen Schmidt macht sich sofort auf den Weg, um die anderen Gäste, die an diesem Abend anwesend waren, zu vernehmen. Die 59-Jährige hatte sich zuletzt an einem Sonntag ab ca. 15 Uhr in einer Gaststätte, nur etwa 300 Meter von ihrem Wohnhaus entfernt, aufgehalten. Es waren mehrere Leute an diesem Nachmittag und in den Abend hinein in der Gaststätte. Man hatte gefeiert, man hatte getanzt, man war fröhlich. Und gegen 23 Uhr hatte ihr Ehemann die Gaststätte allein verlassen. Sie selbst, so sagten die Zeugen damals aus, habe etwa 30 Minuten später den Heimweg angetreten, auch allein, und sei auch mit niemandem gemeinsam aus der Gaststätte gegangen, sodass für uns jetzt die Wahrscheinlichkeit da war, dass sie auf dem Weg von der Gaststätte nach Hause auf ihren Mörder getroffen sein musste. Doch alle Ermittlungen über den Heimweg der Ruth B. laufen ins Leere. Auch ihr Ehemann scheidet als möglicher Täter aus. Ermittler Schmidt ist sich sicher, irgendjemand in der Kneipe muss mehr zum Verschwinden von Ruth B. wissen. Deshalb befragt er die Gäste erneut. Bei den ersten Zeugenvernehmungen gab es eigentlich noch keine Zweifel an den Aussagen der Zeugen. Erst eine Zeugin brachte uns später darauf, dass einer der Gäste sehr auffällig nach dem Verschwinden der Frau in den nächsten Tagen immer wieder gesagt hätte, er sei doch 30 Minuten nach dieser Frau gegangen und sei doch noch in der Gaststätte, als sie die Gaststätte verlief. Und das habe er mehrfach sehr auffällig getan, so als wolle er sich ein Alibi beschaffen. Und das schilderte uns dann die Zeugin und das hat uns dazu gebracht, diesen Mann etwas näher zu überprüfen. Dabei handelt es sich um den 39-jährigen Olaf W., einen gelernten Metzger. Schmidt wird sofort hellhörig und rückt ihn in den Fokus der Ermittlungen. Bei der polizeilichen Überprüfung des Mannes kam ein weiteres Indiz ans Licht. Nämlich, er war 1981 wegen einer Vergewaltigung in Erscheinung getreten. Und wir haben uns natürlich diese alte Akte besorgt, um zu sehen, ob es vielleicht Parallelen gibt. Darüber hinaus haben wir verdeckt an seinem Arbeitsplatz ermittelt und haben dabei festgestellt, dass er regelmäßig eine Tour fuhr an der Stelle vorbei, wo der Torso entsorgt wurde. Eine weitere Besonderheit stellte sich dann heraus, dass er nämlich eine Großbaustelle belieferte. Und diese Großbaustelle wiederum befand sich genau gegenüber des Supermarktes, in dem möglicherweise unser Täter die Rollen mit den Tüten gekauft hatte. Das war der Punkt, wo wir gesagt haben, jetzt holen wir ihn uns, jetzt überprüfen wir ihn etwas näher. Er war für uns tatverdächtig. Bei der ersten Begehung der Wohnung des Olaf W. finden die Beamten aber keine Auffälligkeiten.
Ist Ermittler Jürgen Schmidt auf der falschen Spur? Hat sich der erfahrene Kriminalist getäuscht? Mordermittler Starke aus Koblenz ist mittlerweile seit mehr als 8 Monaten dem Serienkiller Dieter Z. auf den Fersen. Nochmal müssen jetzt alle Kräfte mobilisiert werden, denn der Flüchtige hat 4 Menschen ermordet und kann jederzeit wieder zuschlagen. Eine Personalkontrolle führt letztendlich zum lang ersehnten Fahndungserfolg. Als Dieter Z. in Greifswald festgenommen war, ging eine Euphorie durch unsere Reihen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Wir haben fest geglaubt, dass er es ist, weil er sich auch so bei seiner Festnahme verhalten hat. Er hat ja den Kollegen gesagt, ich bin den ihr schon sucht oder den ihr schon so lange sucht. Am 19. August 1999, mehr als 8 Monate nach seiner Flucht, wird Dieter Z. endlich festgenommen. In einem Helikopter wird der Serienmörder nach Koblenz geflogen. Zum ersten Mal sitzt Ermittler Starke dem Mann gegenüber, den er so lange gejagt hat. Dieter Z. ist ein eiskalter Typ. Aufgeschlossen, aber eiskalt. Er hat diese Taten geschildert, emotionslos. So als wenn er den Inhalt eines Kriminalromans wiedergibt. Keine Reue, kein Stottern in der Sprache. Das war so, so ist es, ich stehe dazu, fertig. Ich brauchte Geld. Kommissar Starke muss jetzt seine Theorie, es gäbe mehrere Mörder, aufgeben. Dieter Z. erklärt in der Vernehmung, er habe auf seiner Flucht aus dem Gefängnis in der leerstehenden Villa übernachtet. Dort habe ihn der Eigentümer eines Morgens überrascht. Der Mann habe ihm damit gedroht, die Polizei zu rufen. Deswegen hat er also auf den Mann eingestochen. Und dann klingelte das Handy des Opfers. Und er ist dann daran. Und dann hat sich die Frau des Toten schon gemeldet. Und er hat ihr erklärt, dass ihr Mann nicht zum Essen kommen kann. Ihm sei was zugestoßen. Das wolle er ihr aber am Telefon nicht sagen. Er käme mal bei ihr vorbei. Und wo und wie sie denn zu erreichen wäre. Und so hat die Frau ihm das gesagt, wo sie wohnt. Dieter Z. kommt zur Wohnung der Frau. Sie öffnet ihm, er sticht mit dem Messer auf sie ein. Die zufällig anwesende Schwägerin und den Schwager fesselt und tötet er. Er mordet nur aus einem Grund, um an ihr Geld zu kommen. Diese brutale Kälte ist aber nicht das Einzige, was Kommissar Starke schockiert. Er ist über einen anderen Umstand völlig entsetzt. Der Serienmörder Dieter Z. erhält im Gefängnis in den folgenden Wochen stapelweise Liebesbriefe. Ich konnte und kann das heute noch nicht nachvollziehen. Jedenfalls legte er also die Post dahin und auch das Bild einer Frau aus Berlin. Dann sagte er, das ist eigentlich meine Favoritin. Aber ich habe der Kuh geschrieben, sie soll erst mal 20 Kilo abnehmen. Dann fehlten mir eigentlich die Worte. Das war auf der einen Seite ein beängstigendes Gefühl, dass es jemand gibt, der sich einem solchen Täter anbietet. Zum anderen hat er gelacht darüber. Tatsächlich heiratet Dieter Z. diese Frau im Gefängnis. In Freiheit wird er aber nicht mehr kommen. Das Landgericht Koblenz verurteilt ihn zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung. Für Kommissar Starke, der mittlerweile im Ruhestand ist, ein beruhigendes Gefühl. Im Torsomord in Gifhorn ist auch Ermittler Jürgen Schmidt einen wesentlichen Schritt weiter. Immerhin hat er einen Verdächtigen, Olaf Fee. Auch wenn zu diesem Zeitpunkt die Beweise noch fehlen, gesteht der Tatverdächtige, dass das Opfer in seiner Wohnung gewesen sei. Seine Version der Geschichte klingt allerdings abstrus. Man sei gemeinsam übereingekommen, noch zu ihm in die Wohnung zu gehen, um dort weiter zu feiern. Man habe dort auch weiter getrunken, habe getanzt und dann sei es auch zum einvernehmlichen Geschlechtsverkehr gekommen. Allerdings
habe die Frau im Rahmen dieses Geschlechtsverkehrs plötzlich gezuckt. Er habe gemeint, dass es wohl ein Orgasmus gewesen sei. Und dann habe sie nur noch bewegungslos dagelegen. Er sei auch müde gewesen, sei eingeschlafen. Und am nächsten Morgen habe er dann festgestellt, dass sie tot war. Ruth B. soll also beim Sex gestorben sein? Olaf W. behauptet, er habe die Leiche entsorgt, weil ihm sowieso niemand diese Geschichte glauben würde. Seinen Angaben zufolge hat er die Leiche am nächsten Morgen in die Badewanne in seiner Wohnung verfrachtet, weil sie ihm das Bett dreckig machte. Und am Abend hat er dann versucht, die Leiche zu beseitigen. Zunächst, so gab er an, hat er versucht, sie mit Säure aufzulösen und hat sie mit Säure überkippt. Das hätte aber fürchterlich gestunken. Dann war ihm klar, dass er die Leiche nicht so im Ganzen aus seiner Wohnung bekäme. Er wohnte in einem Mehrfamilienhaus, in einer Zwei-Zimmer-Wohnung und hat deshalb angefangen, die Leiche zu zerteilen. Der Tatverdächtige Olaf W. gibt in der Vernehmung an, auf diesen Parkplatz gefahren zu sein und die Leichenteile im nahegelegenen Wald vergraben zu haben. Hauptkommissar Jürgen Schmidt und seine Kollegen von der Spurensicherung machen daraufhin eine entscheidende Entdeckung. Ja, in diesem Bereich haben wir damals Leichenteile gefunden. Der Täter hatte in seinem ersten Teilgeständnis angegeben, hier Teile vergraben zu haben. Daraufhin haben wir hier etwa 20 cm tief in den Boden gescharrt die Oberschenkel des Opfers und auch die Oberarme sowie die Hautlappen gefunden. Das war hier so in dem Bereich und wie gesagt relativ oberflächlich verscharrt. Dennoch, der Kopf des Opfers bleibt verschwunden. Und die größte Herausforderung ist nun, Olaf W. tatsächlich einen Mord nachzuweisen. Er selbst behauptet ja ein quasi Unfallgeschehen. Er hat ja nicht gesagt, dass er die Frau vorsätzlich umgebracht hat. Und deshalb haben wir mit einer ganz akribischen Tatortarbeit auch in seiner Wohnung eingesetzt und haben Blutspuren sichtbar machen können, die er versucht hatte, vorher wegzuwischen. Das ist alles wieder sichtbar gemacht worden. Und so haben wir beispielsweise auch größere Blutlachen feststellen können, die letztlich auch das Gericht zu der Überzeugung brachten, dass es eine Verletzung am Kopf gegeben haben muss, aus der das Opfer großflächig geblutet hatte. Die Blutspuren im Bett des Täters sind eindeutige Hinweise auf schwere Verletzungen, die er seinem Opfer noch zu Lebzeiten hier zugefügt hat. Hauptkommissar Schmidt vermutet, der Täter hat die Frau getötet, um eine Vergewaltigung zu verdecken. Olaf W. wird daraufhin zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Schmidt kann ihm zusätzlich noch eine Vergewaltigung und sexuellen Missbrauch von Kindern nachweisen. Das habe ich in keinem anderen Fall erlebt. Etliche Briefe, Postkarten und sonst was von Anwohnern auch aus dem weiteren Umfeld bekommen, die uns A, zu unserem Erfolg gratulierten, B, aber auch deutlich machten, dass sie jetzt ihre Kinder wieder auf die Straße schicken könnten und dass sie sich deutlich sicherer fühlten als vorher. Und das befriedigt einen dann natürlich insbesondere als Kriminalist, wenn man solche Rückmeldungen auch kriegt. Dem beharrlichen Einsatz von Schmidt und seinen Kollegen ist es zu verdanken, dass auch dieser äußerst gefährliche Täter bis heute hin